Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena, wo ich euch mein schwarz-blaues Neo-Ninjutsu-Deck vorstellen möchte. Und wie es der Name schon vermuten lässt, kommt es aus der Neo-Dynastie von Kamigawa, der neuesten Edition, und fokussiert die Fähigkeiten Ninjutsu, die ganz spannend ist, weil sie uns ermöglicht, ungeblockte Kreaturen spontan mit Kreaturen angreifend aus unserer Hand auszutauschen, indem wir deren Ninjutsu-Kosten zahlen und dann Effekte auslösen. Und so ist das Deck quasi auch aufgebaut. Ein paar billige, die man schnell wieder austauschen kann, und ein paar starke, die tolle Effekte haben. So eine Mischung aus Flummi und schwarz-blaues Kontrolldeck. Gut, fangen wir an den Laternenträger. Geist für 1:1, fliegend, einfach nur, weil er halt sehr gut unblockbar und damit austauschbar ist. Und wenn er tot ist, können wir halt den Kreatur mit seiner Aufstörenfähigkeit verzaubern und sie selbst flugfähig machen. Können sie dann auch mit Ninjutsu tauschen, dann ist der, ja, die Verzauberung zwar weg, aber wir können nochmal den Effekt auskosten. Dann haben wir den tausendgesichtigen Schatten. Der hat 1:1 und Ninjutsu 4, also er ist erstmal billig spielbar, kann aber später mit seiner Ninjutsu-Fähigkeit gespielt werden. Und da er auch fliegend ist, ist er auch gut austauschbar, sprich, der ist gut am Anfang und auch mittleren Spiel. Denn, wenn wir ihn mit Ninjutsu ins Spiel bringen, kommt seine zweite Fähigkeit zum Tragen. Wenn der tausendgesichtige Schatten aus deiner Hand ins Spiel kommt, und falls er angreifend ist, ist er ja dann, erzeug einen Spielschein, der eine Kopie einer anderen angreifenden Kreatur deiner Wahl ist. Der Spielschein bekommt getappt und angreift ins Spiel, also wir klonen dauerhaft eine andere Kreatur. Sollten wir natürlich bei einer legendären vermeiden, aber ansonsten sehr geil. Und später können wir ihn halt wieder hochbringen. Der Realitätschip ist eine legendäre Artefaktkreatur, ist also auch so eine neue Geschichte. Kann also ein Kreatur und ein Artefakt sein. Als Kreatur ist das Ding gar nicht so geil. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Einfach nur 0:4. Verteidiger, aber ausgerüstet durch Rekonfigurieren. Wird er, solange der Realitätschip an einer Kreatur angelegt ist, kannst du Länder und Zaubersprüche oben von deiner Bibliothek spielen bzw. wirken. Ist also quasi ein recht billiger Multithrow-Zauber. Dann Ninjutsu-Deck perfekt, der Silberpelzmeister. Für 2 Mana, gerade mal 2:2. Ninjutsu kostet zwar auch 2, brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Seine Fähigkeit ist doppelt geil, denn erstens, Ninjutsu-Fähigkeiten kosten neutrales Mana weniger. Und andere Ninja und Räuber, und das sind halt sehr gerne logischerweise die mit Ninjutsu, erhalten das 1+1. Der bufft also alle und macht das Deck auch noch schneller. Dann haben die erfolgreiche Diebin. Ninjutsu 2, wenn wir den Silberpelzmeister haben, halt theoretisch nur 1. Hat 3:2 und immer wenn ein oder mehrere Ninja- oder Räuberkreaturen, die wir kontrollieren, den Spieler Schaden zufügen, bekommen wir einen Schatzspielstein, sprich, die bringt uns Mana. Glasbecken nach Amarin als Land, aber gerne auch als Kreatur. Wir können halt irgendeine Kreatur kopieren, quasi was der hier auch macht, nur dort können wir auch einen Genischen wählen. Und den Silberpelzmeister kann man ziemlich oft kopieren und ist ziemlich geil. Bisshand-Ninja. Auch ziemlich nett. Für 3 Mana oder Ninjutsu 3 spielt keine Rolle. Er kommt auf jeden Fall in ein Bedrohlichkeitsmarkenspiel. Und wenn ein Spieler Kampfschaden zufügt, können wir die Marke entfernen. Falls wir das tun, dürfen wir uns die Hand des Gegners anschauen und eine Nichtlandkarte bestimmen und die ganz aus dem Spiel entfernen oder, wie es modern heißt, ins Exil schicken. Also auch ziemlich geil. Dann haben wir Nashi, Spross der Mondweißen. 3:2. Ninju zu legendäre Ratte, Kreator, Ninja, perfekt. Denn wenn er einen Spieler Kampfschaden zufügt, dann schicke die oberste Karte der Bibliothek jedes Spielers ins Exil, also von ihm und von uns. Und zu Ende des Zuges können wir diese davon eine Karte spielen. Falls wir auf diese Weise einen Zauberspruch wirken, bezahlen wir Lebenspunkte in Höhe des Mana-Betrags, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Der kostet uns also quasi Lebenspunkte dafür, aber wir können dafür ganz viel Zeug raushauen. Dann haben wir Tatsunari, der Krötenreiter. Passt nicht ganz rein, ist aber als Ninja gar nicht so verkehrt. Hat immer, wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, ein paar haben wir ja, und falls du keine Kreaturen namens Kaimi, siehe links, kontrollierst, erzeuge ihn. Das ist ein, wie ihr seht, 3-3 legendärer Spielsteinkreatur. Mit dem Effekt, immer wenn du einen Verzauberungszauber wirkst, verliert jeder Gegner ein Leben und wir bekommen ein Leben dazu. Zudem hat der Gute die Fähigkeit, zahl 2 Mana. Tatsunari, der Krötenreiter und ein Frosch deiner Wahl, den du kontrollierst, können diesen Zug außer da von fliegenden Kreaturen und Kreaturen mit Reichweite nicht geblockt werden, kommen also relativ gut durch und können die Nukes eventuell auslösen.
Ist ganz praktisch, vor allem auch mit dem, weil wir können ihn ja dann wiederholen. Dann haben wir Kaito Shizuki. Zu Beginn deines Endsegments, und falls Kaito Shizuki in diesen Zug ins Spiel gekommen ist, destabilisiert er sich. Gut, okay, was soll's. Zieh eine Karte, wirf dann eine Karte ab, es sei denn, du hast in diesen Zug angegriffen. Gut, kriegen wir den Deck ganz gut hin. Minus 2, erzeuge ein 1-1 blauen Ninja-Kreaturspielstein mit dieser Kreatur, kann nicht geblockt werden, die damit perfekt für den Jutsu ist. Und minus 7, du hältst einen Play mit, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, einen Spieler Kampfschaden zufügt, durchsuche deine Bibliothek nach einer blauen oder schwarzen Kreaturenkarte, bring sie ins Spiel und mische danach. Das ist ziemlich nice. Dann haben wir Satoru Umezawa, für 3 Mana schon 2-4. Immer wenn du eine Jutsu-Fähigkeit aktivierst, und glaub mir, das werden wir, schau dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an, nimm einen davon auf deine Hand und leg den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst und jede Kreaturenkarte auf unserer Hand hat einen Jutsu 4. Brauchen wir an sich nicht, aber warum nicht? Okay, es geht in den ersten Effekt. Dann haben wir Anrufung der Verzweiflung. Ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur. Falls das nicht kann, verliert er 2 Lebenspunkte und wir ziehen eine Karte. Dasselbe machen wir dann nochmal für Verzauberung und Planeswalker. Können also relativ gut ein bisschen vom Gegner wegfegen. Und geht total genial, Kotose, die lautlose Spinne. Wenn Kotose, die lautlose Spinne, ins Spiel kommt, schicke eine Karte deiner Wahl, die kein Standardlandkarte ist, aus dem Friedhof eines Gegners ins Exil. Durchsuche Friedhof, Hand und Bibliothek jenes Spielers nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit denselben Namen wie jene Karte und schick sie ins Exil. Dann mischt der Spieler, solange du Kotose kontrollierst. Solange du Kotose kontrollierst, kannst du eine der ins Exil geschickten Karten spielen und um sie zu würgen, kannst du Mana ausgeben, als wäre es Mana einer beliebigen Farbe. Ihr seht, Control, wir klauen ihn doch relativ viele Karten und machen ihn handlungsunfähig. Idealerweise hat er irgendwann nur noch Länder auf der Hand und muss darauf hoffen, dass er was Gutes zieht. So, dann kommen hier noch ein paar Länder. Aber wichtig ist vielleicht noch so halb Land, halb Zauber. Agademas Erwachen, mit dem wir. Die meisten kennen die Karte. Für X Mana diverse Kreaturen aus unserem Friedhof wieder ins Spiel bringen können. Sie dürfen noch nicht dieselben Mana-Kosten haben. Das heißt, wenn wir hier X ist 5 plus 3, also 8 Mana zahlen, dann können wir Kreaturen mit 5, 4, 3, 2 und 1 Mana jeweils eine wiederholen und bis auf 4 Mana haben wir nichts. Ihr seht, das Deck ist also relativ billig, hat viel Kontrolle und viel Cutscene drin und ist daher sehr, sehr. Ich sag mal überraschend für den Gegner, aber das werden wir gleich in der Praxis sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Unser erster Gegner ist Jenny Poor. So, und wir haben nur ein Land auf der Hand. Wir müssen also Mulligan machen. Das ist schon besser. Ein Land. Mit Agadiens aber 3 Länder. Die behalten wir. Müssen natürlich was weggeben. Und gibt in der Regel immer das teuerste zuerst weg. Sagen Hallo. Wir haben den Jutsu 2, aber wir können eh nicht effizient spielen, also machen wir es lieber so, konkret Tappenspiel. Ist natürlich immer ein schlechter Start, wenn man nicht von Anfang an es machen kann, aber... Ohne Blau können wir eh nicht spielen, dann lassen wir das. Und spielen den Silberfelsmeister. So, das heißt, dir den hier zu 1 für Blau. Spielt Kleriker wie die meisten. Ist halt nach wie vor sehr beliebt, auch im Standard. So, das kommt getappt ins Spiel. So, Ninjutsu. Bin etwas verwundert, sollte es nicht nur 1 kosten? Ist das schon verbilligt? Kosten geändert. Mana-Kosten aktiv geändert. Ah, okay. Da steht es. Gerade sagen. Jetzt können wir den Angreifer durch sie ersetzen. Der Effekt triggert. Wir haben einen Schatzspielstein. Den können wir direkt wiederverwenden, um unseren pelzigen Meister auszuspielen. Sollten nur nicht allzu offensiv spielen. Kann gut kommen, dass bald eine Flächenzerstörung hier rauskommt und stehen wir da, aber das glaube ich nicht. Training. Immer wenn diese Kreatur mit einer anderen Kreatur mit größerer Stärke greift, legt plus 1-1 Marke auf diese. Kommen wir bekannt vor so eine Fähigkeit. Gut, nichtsdestotrotz.
Wir greifen mit den Kollegen an. Oder der Kollegin. So, unsere Ninjutsu ist billiger. Das heißt, wir können die wunderbar ersetzen. Und zwar damit. Zack. So, wenn wir die Bedrohlichkeitsmarke entfernen, das machen wir, dürfen wir eine Karte von seiner Hand ganz entfernen. Schauen wir doch mal, eine Gruppe bilden. Mhm. Kälte oder wenn der Weißrand ins Spiel kommt, tappen Kreatur deiner Wahl, das ist nichts Besonderes. Die du konntest jetzt sagen, das 1 plus 1. Okay, krass. Lebenspunkt dazu erhalten. Anzahl Lebenspunkte, die du diesen Zug erhalten hast. Okay. Der weg. So, dann haben wir noch jemanden, den wir ungeblockt raushauen können. Das ist dann der. Den können wir uns später auch wieder hochholen, damit wir seine Fähigkeit nochmal nutzen können. Das ist nämlich das Geile. Klar blocke ich dich. Hallo, was soll diese Frage? Natürlich nicht. Klar kannst du ihn buffen, das wissen sie ja, das macht er natürlich auch. Obwohl, bei 10. Der trampelt nicht. Wisst ihr was? Geschenkt. So. Greifen natürlich auch mit allen an. Und gerade haben wir jemanden mit Schwarzen ersetzen können? Nee. Dann setzen wir den. Ich überlege, wenn wir den ersetzen, kriegen wir noch Spielstein? Ja, perfekt. Wir setzen dann den. Kriegen zwei Schatzspielsteine. Wir entfernen die Marke, damit wir seine Hand ein bisschen ausdünnen können. Weg damit. Hm. Immerhin eine andere, ein oder mehrere. Achso, geht noch einmal, okay. Aber wir haben genug, um unsere Silberpetsmeister wieder zu spielen. Was unseren Ninjutsu dann wieder billiger macht. Ja, und schon haben wir schöne Kontrolle über ihn. Wir wissen zwar nicht, was er gezogen hat, aber das ist das Einzige, was er noch hat. Könnte sein, dass er eine Flächenzerstörung hat. Deswegen riskieren wir jetzt lieber nichts. Weil uns geht es relativ gut. Wir müssen es also nicht riskieren, dass es besser wird. Ich überlege nur, vielleicht verzaubern wir ihn. Dann kommen wir nämlich komplett durch mit allem. Aber nee, das heben wir uns auf. Er greift einfach mich an. Ist natürlich trotzdem clever, den schon zu ersetzen, damit wir seine Fähigkeit dann nochmal nutzen können. Ja, das sollten wir machen. Eigentlich witzig, wir können den mit denen und sie, den dann wieder mit ihr tauschen. Und dann können wir wieder komplett den Effekt entfalten. Das ist auch noch relativ billig. Er sagt schon, gutes Spiel. Ja, wie ihr seht, Ninjutsu ist ziemlich geil, wenn man konzentriert spielt. Er hatte keine Chance gehabt und das hat er auch gemerkt. Ja gut, dann war das unser erster Sieg. Unser zweiter Gegner ist Mark. Ja, mal schauen, was Mark so macht. So, Mana ist 3, das ist eigentlich ganz gut. Ist auch beide Farben dabei. Ein wunderschönes Spielfeld, ein Lotusteich, genial. Er muss auch Mulligan machen, das ist schon mal gut. Sagen wir erstmal Hallo. So, wir haben zwar jetzt nichts von unseren super billigen, aber das ist nicht so schlimm. Fangen wir erstmal so an. Er hat ja auch, also er hat eine deutlich schlechteren Start, weil er Mulligan machen musste. Das ist schon ganz fair. Natürlich kommen wir leider nicht auf unseren Ninjutsu zurück, aber wenn wir ihn spielen, können wir, denke ich, relativ gut tauschen.
Immer wenn das Abbild der Zoom geblockt wird, entkappe bis zwei Länder. Dann blocken wir es halt nicht. So. Die oberste Karte der Bibliothek HP geht das bis zum Ende des Zuges kannst du Karte spielen. Falls du diese Weise als Zauberspruch wirkst, bezahlt jedes Mal seinen Mahnstrax. Das ist zwar toll, aber jetzt nicht ganz so geil. Was ist mit dir? Du bist besser. Jetzt wieder anfangen. Wir holen uns erstmal den Ninja, den wir dann austauschen können mit dem Ninjutsu. Aren't even there. Ah, ein Wolfdeck. Sehr stark. Wir müssen uns tatsächlich überlegen, wie wir spielen. Ich würde tatsächlich fast schon vorschlagen, dass wir den opfern. Ansonsten müssen wir unsere Ninjas opfern, die deutlich stärker sind. Wir schauen mal. Wir greifen jetzt erstmal mit unseren Kollegen an, den kann er eh nicht blocken. Wir setzen ihn hier mit rein, der ist ja immer sehr schön nervig für den Gegner. Wir können seine Strategien ein bisschen versauen. So, jetzt schauen wir mal, was können wir denn spielen? Ja. Kreaturen, weil die kontrollierst für eine Kreatur und Planeswalker Schaden zu. Wenn die kleine Karte, die du nicht kontrollierst, nicht zu gestirbt, dann ist zwei Leben. Mhm. Der Schildkäfer-Schwarm, klar. Und der auch noch. Ja, nice. Der ist, glaube ich, am schlimmsten. So, jetzt können wir auf jeden Fall eine Karte ziehen. Thanks. I'll be taking that now. Hierfür bräuchten wir vier Schwarz. Machen wir es mal so. So, okay. War ein kleines Opfer. So, den lassen wir als Blocker draußen. Jetzt müsste jemand spielen, den wir schlecht blocken, den man schlecht blocken kann. Ich überlege, ob wir den noch als Land spielen. Machen wir den noch als Land. Sicher, sicher. So, und dann haben wir noch den raus. Nein. Nein, definitiv nein. Gut, ich würde vorschlagen, wir greifen an. Wir setzen den hier definitiv. Ihr lässt nicht. So. Sie soll schon mal nicht neutralisiert werden. Du kannst deine Kreatur aus deiner Hand spiel bringen, falls dein Wolf vom Werfer ist in Tappe. Entfernen dir. Die können sie nicht spielen. Vielleicht ziehst du ja kein Mana. Mal gucken. So, und die können wir jetzt spielen, indem wir Lebenspunkte zahlen. Die kostet eigentlich zwei. Wir müssen überlegen, weil. Wir kriegen entsprechend viel Schaden.
Verzauberungszauber wirken wir keinen. Das heißt, wir können Gelinde blocken. Und der nervt am meisten. Schade, dass wir kein Mana gezogen haben. Jetzt setzen wir ihn definitiv. So. Den nehmen wir als Blocker rein. Können wir machen, haben wir nächsten Zug aber mal nicht das Mana zur Verfügung, das wir eigentlich wollen. Lassen wir also erstmal. Den können wir auch blocken, den brauche ich jetzt nicht mehr so sehr. Klar, so, so. Und den für den. Wird ihm nichts bringen, denke ich. Okay, hat er doch mal was Passendes gezogen. Ja, jetzt läuft's, ne? Gut, dann sind wir jetzt so gut wie raus. Ah, es wird knapp, es wird knapp. Hat er nicht, was macht das hier? Reichweite, okay, da kann er den theoretisch unblocken. Oder jeden, wie er möchte halt. Okay, anscheinend hat er aufgegeben. Er sah irgendwie, dass er nicht mehr gewinnen konnte. Ich war mir da jetzt nicht so sicher, aber okay. Das war unser zweiter Sieg. Unser dritter Gegner ist Samboan 2. Ja, wir kämpfen gegen irgendjemanden, okay. Oh, zwei Mana, die auf der Hand, das noch als Mana. Eigentlich ziemlich nice. Was heißt eigentlich? Es ist nice. Ich denke, wir versuchen das. Einzige, was uns natürlich wie immer stören kann, sind Zerstörer. Aber naja, die können halt immer kommen. Anhand der ersten Insel will ich jetzt noch keine Prognose stellen, was da auf uns zukommt.
Hieran kann ich eine Prognose stellen. Mönche. Bringe das zu einem bleibenden Kater deiner Wahl. Okay. Vielleicht kommt auch Flächenzerstörung, wir wissen es nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall mit denen hier gleich mal anschleichen. Ich überlege, ob wir vielleicht sie als erstes spielen, Mana generieren. Dann haben wir noch Zeit, um Meister Splinter hier nochmal rauszuhauen. Wenn wir den rauszuhauen, haben wir zwar gleich das Deck gesehen, also die Hand, aber kommen damit noch nicht viel weiter. Gut, ist eh erledigt. So. Und dann einen billigen zum Austauschen. Echt, hast du für ein blau Mana was zum Kontern? Mal sehen, wie es weitergeht. Das wird er nicht nutzen. Das ist zu sinnfrei. Okay, an sich ziemlich sinnfrei. Gut, wenn wir den raushauen. Wenn wir den dann nochmal raushauen, angreifen, können wir die für einspielen. Jo, einverstanden, gehe ich mit. Also, wir spielen Meister Splinter. Damit kostet die Menü jetzt nur noch 1. Machen wir das auch. Das verhalten wir aber noch für uns, das brauchen wir später. Ein Mana mehr wäre natürlich toll. Können nämlich die beiden raushauen und den nächsten Zug schon mal genial vorbereiten. Solange auf dem Großmeister 7 oder mehr Loyalitätsmann liegen, ist er ein 7-7 Drachengott mit Flugfähigkeit und Zerstörung. No peace, my enemy. Gut, der muss weg, der Kollege. Ich weiß noch nicht so ganz wie. Warum? Ah, okay. Was war das? Okay. Wir müssen einen Unblockbaren generieren. I got someone on the inside who can help. So, und den müssen wir dann ersetzen mit einem, der ihn ordentlich auf die Fresse haut. Entschuldigung. Kann natürlich den auch unblockbar machen. Also, nicht angreifbar. Das ist auch eine Variante. Stay your hand. Let's talk. Wir müssen dann einen abwerfen, ich weiß. Den können wir auch durchaus mal abwerfen. 5 Mana.
Das hat er noch auf der Hand. Okay. Hier können die dann später spielen, das ist gut. Wir müssen ja an den durchkommen. Ja, die sind alle billig, außer der hier. Bei dem wird es sich vielleicht noch lohnen, den hochzubringen. Wie gesagt, wir müssen verhindern, dass der 7 Magen kriegt. I shall not let you harm others. Den kriegt auf jeden Fall wieder gar nicht. Vielleicht geht die drauf, aber sie nimmt 2 mit. Wir können auf jeden Fall eine Nutzen machen, wenn sie ungeblockt ist. Versuchen wir es jetzt mal. Wohl? Ja, hätte ich cleverer lösen können. Hab ich aber nicht. Na gut, mein Fehler. Ja, lass mal so. So, wir können auf jeden Fall eine ziehen, ohne dass wir Schiss zu wissen haben müssen. Thanks. I'll be taking that now. So, zack. Und der noch. So, jetzt müssen wir doch mal endlich durchkommen. Ach, das ist ein 7. Ne? Aber er ist eine Kreatur, wir können ja sie wieder hochbringen. Ja, das müssen wir hinnehmen. Ah, das dürfen wir nicht zweimal spielen. Eine der 6 geschickten Karten, okay. Drei zu 5. Können wir ersetzen. Der hat grundmäßig 2 zu 4. Der bringt uns nicht wirklich was. Ninjutsu ist zu teuer. Ich könnte den jetzt noch ersetzen, wenn ich wollte. Will ich auch nicht.
Wenn wir den spielen, können wir den kopieren und alle buffen. Kostet zwar ein bisschen was, ist aber eigentlich eine clevere Idee. Perhaps learn some humility. Wie gedacht. So, ich könnte einen von mir kopieren, das ist natürlich nie verkehrt, weil von denen hier können wir genügend gebrauchen. Die Sache ist nur die, er seiner hier blockt uns halt immer komplett weg und wir kommen nicht durch. Noch nicht. So toll Ninjutsu auch ist, das klappt nur bei Ungeblockten. Das heißt, wir können. Jeder Angriff, den wir machen, heißt, dass wir ein Opfern müssen, mehr oder weniger. Allerdings, wenn wir den so spielen, hat der bedrohlich. Tragbarslauch ist halt ziemlich schnell, glaube ich. Ja, klar, und Silberfelsmeister weg. Also, da gibt keinen Sinn. Oh, Logo Siebel? So, wir können mit den Leuten angreifen, die wir verkraften können zu verlieren. Das ist er. Ja. Ihn können wir verkraften, ihn können wir verkraften, ihn können wir verkraften. Bedrohung muss eh von zwei geblockt werden. Das heißt, mit irgendeinem werden wir wohl durchkommen. Ist euch gleich feststellen, dass er bedrohlich hat. Ja, definitiv so rum. So, das heißt, den hier. So, wir dürfen uns eine Karte aussuchen. Ach, ganz vergessen, muss ein Angreifer sein. Ja, egal. Nehmen wir den. So. Den kann man eigentlich auch gleich wieder hochbringen, weil Sachen zu kopieren ist geil. Das darf man einfach Zug machen, ne? Gut, mehr ergibt keinen Sinn meines Erachtens. Haben wir doch fast. So. Ablehnen bringt nichts. Hier automatisch bezahlen.
eigentlich müsste es jetzt vorbei sein. Genau, sieht auch so. Ja, das war damit unser dritter Sieg und ihr seht, mit den Jutsu kann man ganz viel Spaß haben. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!